Na, oh, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. So Mist, das passiert bei ADHS-Menschen. Ja? Ich habe hier schon bestimmt 5 Minuten gesammelt. Und hab dann erst gemerkt, ja, dass Neujahr nicht auf Start war. Okay, naja, da fange ich eben nochmal von vorne an. Ja? Macht dir nichts, ich bin ja nicht vergesslich, so wie andere. Ja? Das wird mir zum Beispiel auch nicht zugetraut. Ne? Ich bin ja nicht mehr lernfähig unter Umständen. Ja, laut dem Therapeuten, das könnte dabei rauskommen, ne? Dass ich nicht lernwillig bin und dass ich nicht fähig bin, mich anzupassen, sagt er mir. Ja, okay, sehr gut. Ja, ich habe ja versucht, den zu überzeugen. Ich lasse das mal jetzt lieber, den weiter überzeugen zu wollen. Ich lasse ihn mal da machen. Und mal sehen, zu welchem Ergebnis er dann kommt. Ja? Da bin ich aber sehr gespannt. Ich weiß ja nicht. Ja? Ich meine, ich würde doch auf Arbeit mich niemals so verhalten wie bei ihm. Ja, aber das rechnet ja nie mit ein. Ja? Genauso wie der andere Helfer da. Oder alle diese Psycho-Leute. Ja? Rechnen das nicht ein bei mir. Müssen sie aber, wenn sie mich anständig beurteilen wollen. Ja? Ich habe ja da einen Pluspunkt an den Therapeuten, habe ich ja. Wa? Er will ja wenigstens was von meinem Leben wissen. Erstaunlicherweise. Die anderen wollten immer keine Biografie von mir. Ja? Okay, ja, die kriegt er dann auch. Ja? Die mache ich auch mit dem Helfer. Ja, da kann der mir ja helfen, oder? Dazu ist er schließlich da. Damit ich dann nachher nicht so doof dastehe bei dem Therapeuten da. Ja? Weil der geht ja nur von seinem Fach aus. Ja? Also der hat das, der kann das nur so beurteilen nach seinem Fach. Ja? Und nicht nach mir. Und das ist der Fehler. Und deswegen komme ich mit diesen Leuten nicht klar. Ja? Das ist der Grund, warum ich nicht klarkomme, Herr Therapeut. Ich spiele schon wieder Theater, das mag er auch nicht. Könnte ja falsch verstanden werden. Ja, ja, ja. Nein, auf Arbeit bin ich so nicht. Ja, man kann sich da erkundigen, es gibt bestimmt noch eine Akte über mich, ja, bei der BVE. Ja, die schmeißen doch nicht weg. Und da wird nichts drin stehen, ich kann die Kunden nicht behandeln. Ja, ja, niemals, ich habe meine Arbeit immer gut gemacht. Ja, also, Arschlecken! Muss mal deutlich gesagt werden, ja, ihr könnt mich alle mal, basta. Das passt dem natürlich dann auch wieder nicht, dann sagt er, na den Servicek, die sind genau so. Ja, ihr habt mich so gemacht, Mann. Ja, basta.